6 Wochen ist es her, dass Tana getötet und ich befördert wurde. Weihnachten. Wir verschanzen uns in den Wäldern der belgischen Ardennen. Es ist so kalt, dass wir Eiszapfen pinkeln. Das wird ein Kampf. Mit Tana haben wir unseren Beschützer verloren. Paul, ich will als Held zurückkehren. Aber nun, da Pearson das Sagen hat, komme ich vielleicht nie nach Hause. Frohe Weihnachten, Turner. Oh, und Turner. Pearson macht den Bauernjungen zum Corporal. Was sagen Sie dazu? Wohl, dass du immer noch der alte Drecksack bist, Aiello. Hört auf damit. Auf Turner! Auf Turner! Verdammter Glückspilz. Immer der Erste, was? Sehen Sie mich nur an. Ja, genießen Sie den Abend, denn morgen, wenn der Konvoi da ist, stehen Sie vorn und verteidigen ihn. Und Turner ist nicht da und wird Sie schützen. Hey, locker! Locker. Sie sind jetzt Corporal, was? Ja, lassen Sie mal sehen, wie locker das läuft. Na los. Geben Sie mir einen Grund. Ja, dachte ich mir. 6 Jahre dienten wir zusammen. 6. Verschissene Weihnachten. Der Konvoi kommt durch und wir müssen dafür sorgen, dass er den Rhein erreicht. Wir müssen nur die Kälte überstehen. Und Pearson. Schicke Stiefel, Kamerad. Sind die neu? Ja, er hat sie der Ablösung gestohlen. Der Arme ist erfroren. Wenn Pearson nicht so geizig mit dem Nachschub wäre, müsste ich nicht stehen. Schon okay. Sie haben dem Jungen eh nichts genutzt. Wo ist der Bauernjunge, den ich mal kannte? Sag Bescheid, wenn du ihn siehst. Tolle Weihnachten, was, Männer? Ja. Warum sollte ich auch mit meiner Süßen an einem warmen Feuer kuscheln, wenn ich mir mit euch Pennern den Arsch abfrieren kann? Oh, scheiße, Angriff! Aiello, zurück an das MG! Ja, Sergeant. Sergeant, gibt es noch mehr Mäntel oder Decken? Sie haben mehr als genug. Der Ostgraben wurde angegriffen. Bringen Sie den Jungs da eine Munitionskiste. Ich nehme die Munition. Aiello ist fast leer geschossen. Nun, dann sollten Sie jeden verdammten Schuss ins Ziel bringen. Haben Sie ein paar Kitten? Munition für alle. Sieh an, er ist der gute alte Nikolaus. Wirf es unter unseren Baum. Was hast du dabei? Schokolade? Trockene Socken? Scheiße! Deutsche auf dem Hügel, 12 Uhr! Waffe klang! Daniels, knall sie ab! Was das? Nach mehr suchen. Das sollte reichen. Da
ist noch einer. Verdammt, entkommen. Er wird Bericht erstatten. Wie zur Hölle sind die an 88 vorbeigekommen? Meld dich besser mal beim Kommandozelt. Macht euch bereit. Ich seh dich. Was zur Hölle war denn da los? Habt ihr das? Überraschung hier. Das ist Hau. Schön, Sie kennenzulernen. Ich hatte nicht erwartet... Mit einem so guten Pionier zusammenzuarbeiten? Howards Kompanie hat den Kamm eingenommen. Dass Sie die kämpfen lassen... Oh ja, sterben lassen Sie uns auch. Gut. Wenn dieser Konvoi durchrollt, wird dir die Hölle losbrechen. Ich dachte, die Reserve kämen. Wir sind die Reserve. Sergeant, fordern wir Luftunterstützung an. Sieh mal einer an. Dennis hat gemerkt, dass er ein Corporal ist. Das Funkgerät geht. Ich würde mich nicht auf Hilfe verlassen. Unsere Piloten haben schon genug zu tun. Der Konvoi ist hier mit Vorrennen. Nehmt was in... Jetzt müssen wir diese Jungs nur noch sicher bis zum Rhein bringen. Ja, wenn auf eine Brücke stehen. Vorbei? Alles okay? Alles ich lebe. Sie klopfen uns vor einem Angriff weich. Wir müssen Pearson finden. Frontpanzer nähern sich und trennen unsere Linie. Das ist ein Funkgerät im Gefechtsstand. Mit Feuerschutz bringe ich es zum Laufen. Dein Gefechtsstand sind Feinde. Hey, Sie sind jetzt ein Corporal, Verdammt. Benehmen Sie sich wie einer. Ich kann nicht verlangen, dass wir ihn da rausfordern. Du bist aus Queens. Nichts Neues. Wenn du meinst. Ich war Unteroffizier. Habe meinen Rang hierfür aufgegeben. Wir müssen was tun. Los! Gehen Sie voraus. Die Welt steht auf dem Kopf. Warte nur, bis ich dir die Nase breche. Hey, Sie kriegen das hin. Wenn Howard stirbt, sind wir erledigt. Funkgerät! Daniels, helfen Sie mir mit dem Funkgerät! Ich hab... Krautfresser an der Baumgrenze! Das wird eine Weile dauern! Beschäftigt Sie so lange! Geht Deckwood White 5! Fordere Luftwehrunterstützung an! Ende! Verstanden, Deckwood White 5.
Unsere Flieger unterstützen zurzeit schwere Bomber. Ankunft unbekannt. Ende 509, hier Kommando. Wir haben eine Notfallanforderung für Luftnahunterstützung erhalten. Übernehmen Sie das nach Erreichen des Zielgebiets. Verstanden, Kommando. Wir kümmern uns darum, sobald die Bomber sicher sind. Die Kursänderung vorgenommen. Noch 3 Minuten bis zur Zielposition. Geschützt bietet sie uns. Nähern uns Luftabwehrgeschützen. Flieger Ausweichmanöver, um der Flak zu entgehen. Formation halten, nicht bei den großen Vögeln bleiben. Fliegen wir zur Spitze der Flugstaffel. Der Flakbeschuss scheint nachzulassen. Augen nach Deutschen offen halten. Auf 2 Uhr. Oben. Ich sehe sie. Ich sehe sie. Halten Sie von den Bombern fern. Formation brechen. Noch eine Bombe auf 9 Uhr. Nähern Sie schnell. Deutschen wieder. Hinter uns.
Feuer! Linkes Triebwerk ausgefallen! Ich hab die Deutschen nicht erfolgen. Bomber sind sicher. Bereit für Luftnahunterstützung. Verstanden, 509. Feindliche Infanterie und Panzerfahrzeuge greifen die 9. Panzerdivision an. Ende. Rover Joe! Rover Joe! Hier Deck und White 5! Wir werden überrannt! Wo zum Teufel bleibt die Luftunterstützung? Durchhalten, Deckwood White 5. Flugzeuge nähern sich. Noch 50 Meilen. Ende. Bringt sie raus hier! Bewegung! Halte durch, Kumpel! Leute, wir müssen alle schwärmen! Danke dafür! Halten Sie die Baumgrenze im Auge!
Wir brauchen einen Verbandkasten. Die Deutschen sind jeden Moment zurück. Na Yellow, ich brauche Signalraum. Warte, bis wir Ziele haben. Deutsche Panzer! Einzelne!
meine Ohren nicht mehr klingen. Ich spüre meine Hand nicht. Aber nur, weil ich darauf sitze. Eine Frage, Corporal. Wie lange hat Pearson schon seinen Verstand verloren? Ich weiß so viel wie Sie. Kriegt bestimmt eine Medaille dafür. Das war gar nicht so übel. Wir haben Glück, dass wir noch leben. Fürs Erste. Denn jetzt bringen Sie die Deutschen ins Gefangenenlager. Ja, Sir. Und beeilen Sie sich. Ich kenne diesen Blick bereits. Kurz vor dem Kasserinenplatz. Wir sind auf uns gestanden. Obwohl Pearson versucht hat, uns umzubringen, haben wir überlebt und den Konvoi verteidigt. Haben das feindliche Himmelfahrtskommando aufgehalten. Tana wäre stolz auf uns.